möchte ich vielleicht noch irgendwo ein Elektro-Ding. Elektro! Ist ja fast so wie bei Pokémon. Servus! Heute gebe ich euch ein kleines Update von meinem Schlitz- und Durchbruchsprojekt. Wir erinnern uns, in einem letzten Video habe ich gezeigt, was die Problematik darstellt. Heute zeige ich euch meine Lösung. Ich habe ein SmartPad erstellt, das kann aus einer Excel-Tabelle sehr viele Daten herausholen. Also ich starte mal das SmartPad mit einem Doppelrechtsklick. Ich kann hier einfach die Schlitz- und Durchbruchsnummer navigieren, also mit Plus und Minus. Und aus der Datei werden sämtliche Daten übernommen, wie die Form, der Typ, also Bodendurchbruch, Wanddurchbruch, dann welches Gewerk dafür zuständig ist, welche Farbe dann zugeordnet wird und welcher Layer. Dann haben wir die X, Y, Z und Durchmesserkoordinaten. Wir haben den Status, ob dieses Bohrloch vorhanden ist oder neu erstellt werden muss und können das Ganze dann absetzen. Allerdings wurde die Wand oder die Deckenstärke nicht eingetragen, deswegen habe ich Griffe angefügt. Das heißt, wenn wir jetzt hier diesen Wanddurchbruch Nummer 15 hier einfach mal absetzen, ich habe hier die Möglichkeit, eine Nummer anzugeben. Ich habe die in konstruktiv. Ich könnte die auch nicht konstruktiv, dass die gleich auf dem Plan erscheint. Möchte ich aber nicht, weil sonst wird es vielleicht so überlappend. Und habe jetzt hier einen Griff und kann einfach die Wandstärke mit dem Griff modifizieren. Natürlich könnte ich das Ganze auch hier in X eingeben. Und dann funktioniert dasselbe. So, und jetzt kann ich das Ganze schließen und habe jetzt hier meinen Durchbruch hier an der Angel. Ausgegeben wird es dann so, flächendeckend, also dieses 2D-Makro überdeckt dann auch die Wand. Das sieht man dann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Passiv schalte, dann sieht man hier alles überdeckt. Wir haben allerdings nur DWGs in 2D und die darf ich aber nicht zeigen. Ich habe jetzt einfach nur sporadisch für diese Demonstration ein 3D-Modell erstellt und meine Durchbrüche sind ebenfalls dreidimensional, allerdings keine Minuskörper, sondern Pluskörper. Mit einer Makrofolie von 2D. Warum keine Minuskörper? Weil dann bräuchte ich einen Durchbruch. Und einen Durchbruch habe ich nicht, weil ich nur 2D arbeite. Also, aber damit ich auch die Höhen anpassen kann, die Oberkante angebe, hier zum Beispiel jetzt auf 0, dann ist das Ganze auch hier in 3D ersichtlich. Ne? Dann kann man gleich prüfen, wo ist denn das Ganze eigentlich angeordnet. Wenn ich das jetzt schließe, dann habe ich hier das 3D-Modell hier an der Stelle. Also wie gesagt, die Layer und Farben übernimmt das ganze System. Ich setze jetzt einfach mal nochmal eins ab. Gehen wir mal hier auf Plus. Ich möchte mal verschiedene. Hier HZG. Wir haben wieder einen Wanddurchbruch. Und hier jetzt in der Eingabe ein Problem, denn hier wurde zweimal der Durchmesser 60 eingegeben und jetzt wird natürlich die 2 ausgewertet als Zahl und das ist jetzt falsch eingegeben. Jetzt kann ich einfach hier reingehen und einmal das Ganze nochmal neu absetzen. Jetzt wird der Durchmesser erkannt, hier angebracht und ich schließe das Ganze. Ich sage nein, ich erstelle das nächste, machen wir hier nochmal, sanitär. Auch hier wurde ein zweimal eingegeben, kein Problem, löscht mal einmal raus, einmal Enter klicken. Und schon haben wir auch hier das richtige, den richtigen Durchbruch. Jetzt haben wir hier eine neue Spezifikation, rechteckig, Bodendurchbruch. Und jetzt müssen wir die Z-Koordinate angeben. Also in Z die Höhe, sagen wir mal auf Höhe 1. Und dann setze ich das Ganze hier ab und jetzt habe ich hier ein anderes Durchbruchssymbol. Jetzt kann ich die Länge, Breite nicht modifizieren, denn die kommt hier wieder aus den Daten. Ich hole mir jetzt hier etwas nicht definiertes, einen Bodendurchbruch, der ist in der Länge und Breite nicht definiert. Da ist ein 1 Punkt dazwischen, den Punkt lösche ich raus und jetzt habe ich auch hier die Länge und Breite dieses Durchbruchs und kann den ganzen Durchbruch hier absetzen. Klar. Nächster Durchbruch hier, hier ist wieder circa, das ist schlecht, wenn hier circa steht, machen wir es so und jetzt haben wir kein circa mehr draus. Wir setzen die Breite hier ab und ja, so kann das Spiel einfach immer weitergehen. Haben wir jetzt verschiedene Layer. Machen wir noch einen schwarzen, also das Bodendurchbruch, Wanddurchbruch. Nochmal ein Sanitär. Yep. Ey. Ah, der ist rund. Hier sehen wir auch die Achse dazu. Hier sehen wir Achse, deswegen ist es rund. Hier ist auch eine Achse, hier ist auch rund. Hier ist keine Achse.
angegeben. Die sind nicht rund, also rechteckig. Hier sehen wir auch nochmal in Symbolform, weil ich sage immer, Symbole sind schneller zu lesen als Wörter. Das ist meine Philosophie und die behalte ich auch bei. Jetzt möchte ich vielleicht noch irgendwo ein Elektro-Ding. Elektro! Ist ja fast so wie bei Pokémon. So, Breite. Wunderbar. Also die Höhe stelle ich jetzt gerade nicht ein. Für Demonstrationszwecken ist das auch egal. Ach ja, klar, natürlich kann ich auch den Drehwinkel hier unten eingeben. Und könnte jetzt in die andere Wand gehen. Allerdings habe ich jetzt hier irgendwo... Aha, hier fehlt eine komplette Angabe, wie breit das Ganze ist. Machen wir hier 200 und schließen das Ganze. Also ich kann das Ganze nachjustieren, nachbearbeiten. Aber ich habe auch jederzeit die Angabe, um welchen Durchbruch es sich handelt. Und die Daten gehen jetzt nicht mehr verloren. Ich finde es so cool. Also ich muss echt sagen, so macht Allplan doch Spaß, wenn man eine Möglichkeit hat, einfach etwas auszuwerten über ein anderes Programm. Ich habe jetzt hier eine Schnittstelle entwickelt von irgendeinem Programm, das ich nicht mal den Namen kenne, und kann einfach jetzt hier das Ganze hier auswerten. Ich bin so genial. Was ist hier? Ja, da steht eine Menge. Also Bodendurchbruch rund. Wo ist hier Bodendurchbruch? Hier steht WD. Hier steht nichts von BD. Machen wir mal hier BD draus, weil dann schaut mich das Ganze anders aus. Dann wird es nämlich hier rund. BD. 600. Setzen wir mal den Bodendurchbruch hier hin. Ja, mein Halbmond ist nicht ganz so schön, aber den wollte ich auch nicht zu überbewerten. Die Programmierung war komplex genug, dass ich hier... sozusagen die Rundung hier ausfülle. Man sieht hier einzelne Polygone, die ich berechnet habe. Egal, das ist jetzt nerdiger Talk, sage ich jetzt mal. Rückgängig. Wir machen die Nummer 37 noch rein. Schauen wir mal, was mit ihr noch geschieht. Drehwinkel 90. Also wie gesagt, die Höhen. Das ist jetzt nicht mein Job hier. Ah, Kälte! Kälte. Rund. Drehwinkel brauchen wir? Nein. Wir brauchen keinen Drehwinkel. Ja, passt von der Stärke. Ich habe überall 24 anscheinend eingebaut. Ist ja auch egal. Ah, hier haben wir nochmal Kälte. Aber hier kommt nichts raus. Nur das Gewerk. Scan nicht erfolgreich. Hier ist Sanitär. Das ist wieder mit Erfolg gekrönt. Und die 41 machen wir noch hier hin. So, was können wir jetzt damit machen alles? Also, wir schauen uns das Ganze in 3D mal an. Erstmal 3D. Hier haben wir unsere Durchbrüche in 2D und in 3D. Also hier in dem Fall 3D. Wir könnten, glaube ich, auch, kann man das hier machen, 2D in Projektion darstellen. Ach, da müssen wir auf Draht umstellen. Ja, dann sehen wir auf der Ebene 0 die 2D-Projektionen. Ne? Und auch hier wieder die Nummern dabei, schön. Wir schauen einmal in die Planzusammenstellung. Also so wird es dann dargestellt. Die Linie habe ich jetzt gerade ein. Und ihr seht, ich habe die Nummern, die Konstruktionsnummern jetzt nicht im Petto. Aber ich kann natürlich das Ganze auch beschriften. Wie beschrifte ich das Ganze? Ja, ein Beschriftungsbild halt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das fertig gemacht habe gestern. Ich glaube, ich war nicht ganz fertig. Moment. Aber wir schauen gleich mal nach. Büro. Hier Beschriftung. Maßstab 1 zu 100. Da Wanddurchbruch rund. Durchmesser 100. Lage, Achse, bla 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 bla. Und nächstes. Ne? Hier haben wir rechteckig. Jetzt schauen wir mal, ob ich die Bodenplatte auch schon fertig habe. Bodendurchbruch rechteckig, ja. Lage, Unterkante, Radius, ja, da stimmt was noch nicht. Also, wie gesagt, Beschriftungsbild war ich mir nicht sicher, ob ich schon fertig war. Aber gut, ihr seht, auch das ist hier möglich. Ich kann hier verschiedene Einstellungen tätigen. Hier müsste ich noch die Kommastellen, die den Floating ändern auf Integer. Auch das ist kein Problem. Zum Beispiel jetzt hier im Beschriftungsbild mache ich mal schnell ein Halt. I2 draus. Das müsste ja funktionieren, genau. Jetzt haben wir einen Integer. Eigentlich müsste ich I4 machen. Hier gibt es über 1000 Durchbrüche, über 2000.
Aber hier haben wir jetzt eine super schöne Auflistung. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze jetzt auch über Layer zu steuern. Einzublenden, auszublenden. Über die Objektpalette könnten wir zum Beispiel Attribute uns herbeiholen. Sagen wir mal, ja, ich will jetzt einfach das Gewerk wissen. Gewerk habe ich auch hier wieder die Möglichkeit, Elektro ein- und auszublenden und so weiter und so fort. Also auch das funktioniert. Was natürlich besonders cool ist, Attribute zu exportieren. Machen wir alles. Und auch, jetzt schaut es sauber aus. Gut, auch die laufende Nummer ist jetzt korrekt. Bauabschnitt, jawohl. Und jetzt sagen wir mal, wir haben den Bauabschnitt überall versemmelt. Und jetzt machen wir einfach aus Bauabschnitt 1 überall Bauabschnitt. Wir haben auch mal verschiedene. Einfach mal, nur damit man sieht, dass sich was ändert. Zack, escapen, importieren. Wir importieren das Ganze. Und jetzt sagt uns Alper, hey, willst du diese Parameter alle modifizieren? Yep. Und jetzt gehen wir mal auch gleich auf Bauabschnitt. Wo haben wir die denn? Die denn? Wo haben wir die denn? Die Bauabschnitt? Wo haben wir denn die Bauabschnitt? Haben wir die Bauabschnitt? Ist das das? Oder ist Lokalität wahrscheinlich, oder? Ja, hier. Jetzt haben wir einfach den Bauabschnitt geändert. Und jetzt auch hier wieder maximale Kontrolle. Ich finde es mega genial. Und wenn man das jetzt in Planzusammenstellung macht, kann ich hier einen Doppelklick drauf machen. Und auch hier ist es natürlich möglich, die einzelnen Layer zu deaktivieren. Da sage ich einfach fixiert, sucht nach meinen Layern und sagt, ich möchte jetzt nur Elektro anzeigen. Okay. Und schon habe ich einfach einen Elektroplan. Hätte ich jetzt die Beschriftung noch Layer gesteuert, dann wäre auch die Beschriftung weggewandert. Aber ihr seht, tausende Möglichkeiten, tausende Ziele und das ist wirklich. Ich finde es echt super, dass das Allplan kann. Ja, und wenn ihr auch so individuelle Lösungen braucht, dann erkundigt euch, ruft mich an oder schaut bei der CS Concept in Regensburg einfach mal auf die Homepage. Ich verlinke da einfach alles in die Beschreibung rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das kommt nämlich jetzt auf der Endcard. Ein super Video. Das kann ich nur empfehlen. Schaut es euch an. Ihr habt jetzt doch noch ein paar Minuten Zeit, oder? Lasst ein Like da. Ciao, Servus, bis bald, euer Peter.